Die Veranstaltung steht unter dem Motto Auftanken, dranbleiben und weiterdenken. Der Lehrberuf ist ein sehr schwieriger und fordernder. Wie glauben Sie, können es Lehrkräfte schaffen, dauerhaft bei Gesundheit zu bleiben und wieder Kräfte zu tanken? Ja, ich glaube, das Dilemma besteht darin, dass gerade ganz, ganz viele, zumindest eben bei uns in Deutschland, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier anders ist, ganz viele Forderungen an Schulen gebracht werden und diese Forderungen in ganz hohem Tempo bewältigt werden sollen. Und das ist kontraproduktiv, weil wenn die Veränderungen ernst gemeint sind, dann braucht es eine elementare Verlangsamung, um nachzudenken, um auf das, was ist, drauf zu gucken, um überhaupt von dem, was ist, auszugehen, dann noch Neues gestalten zu können. Und dieses Miteinander in Kontakt gehen und darüber eine Sprache finden, das verlangsamt und ich bin überzeugt, das hilft, weil sich darüber, oder andersrum, Veränderungen brauchen Kontakt und Beziehung. Und dafür muss ich ein Invest machen und dann muss ich mich verabschieden von schnellen Lösungen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, anscheinend soziale Innovationen zu erreichen. Das muss langsam gehen und ich muss die Humusschicht erst vorbereiten, auf der dann auch wirklich Veränderungen wachsen können. Und so braucht es, das Thema ist ja auch innehalten, eine Verortung innerhalb so einer großen Schule und das Invest quasi in sichere Zonen, die ich mache im Rahmen von so einer Teambildung. Und da würde ich verlangsamen und diese Verlangsamung führt raus aus diesem Stress, diesen Anforderungen, die immer in eine Überforderung gehen, weil ich kann nicht so schnell so viel Neues leisten. Die NMS-Entwicklung ist sehr vielfältig. Sie kennen das Konzept ja mittlerweile. Wo würden Sie sagen, muss man unbedingt dranbleiben? Also ich glaube, um die Ideen, die hinter der NMS stehen, wirklich gut in die Schulen reinzubringen und nicht nur in die, die von sich aus schon in diese Richtung gegangen sind, sondern wirklich auch die Zielsetzung, dass es eine umfassende Veränderung in der Schullandschaft ist, glaube ich, braucht stärkere Strukturen, die genau auf solche Teambildung innerhalb des Kollegiums setzen und eine Verzahnung dieser. Also es geht nicht darum, einzelne Inseln zu gründen, sondern wie so ein, über eine Struktur, eine Wissenslandkarte in die Schule reinzutragen. Auf der einen Seite eine Wissenslandkarte und auf der anderen, wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, die Verortung innerhalb dieser sicheren Zonen einer Schule. Der dritte Punkt des Veranstaltungsmottos ist Weiterdenken. Wo sagen Sie, gilt es weiterzudenken? Wo gilt es vielleicht Ideen aufzugreifen, die uns noch nicht so ausgereift sind und diese noch etwas zu konkretisieren? Oha, also Weiterdenken. Ich glaube, es geht darum, innerhalb des Systems wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, wie kriegt man auch eine strukturelle Verlangsamung hin? Weil ich kann die Tendenz schon verstehen, dass immer mehr, um schneller dahin zu kommen, gedacht ist. Und man versucht da noch nachzujustieren und da noch einen neuen Inhalt, um das Ganze nach vorne zu bringen. Und ich glaube, es müssten mehr Filter, aber jetzt spreche ich wirklich auch von meinem System, mehr überzeugte Filter eingebaut werden, um zu verlangsamen, weil sonst kollabiert das System. Also bei uns ist ganz viel Burnout, einfach müde Organisationen, die immer noch mehr Aufträge kriegen und immer mehr in die Emigration gehen und damit verbrennt man möglicherweise auch für viele Jahre die Entwicklungsbereitschaft und keiner will in die innere Emigration, sondern jeder würde gerne wirksam sein. Und dafür brauche ich ein Maß, was auch handelbar ist.